Sogar Wolfram Siebschneck hat es gelobt und er ist sonst sehr, sehr heikel, besonders bei bikinischer Küche. Ich war zuerst da. Nein, ich war zuerst. Einer nach dem anderen, bitte. Ach, Herr Tentakel, wie schön, Sie kennenlernen zu dürfen. Ja, nicht wahr? Der nächste Bauch. Plankton? Ja, was ist denn? Siehst du eigentlich nicht die Schlange da draußen? Wo bleibt bitte schön das frische Frikassee? Wo es bleibt, fragst du? Nach deiner Anweisung muss es genau 24 Stunden lang kochen. Egal ob fertig oder nicht, nimm die Bestellungen auf. Aber ich hab's doch noch nicht mal sortiert. Gut, du bist der Boss. Was mach ich denn jetzt nur? Ach, was mach ich denn jetzt nur? Also, ich glaub nicht, dass dieses neue Abfallfrikassee besser schmeckt als ein Krabbenburger. Vielen Dank, kommen Sie wieder und genießen Sie auch die Reste. Oh, das werde ich. Bitte. Mein Herr, hier, mein Frikassee. Das ist das Mindeste, was ich für Sie tun kann. Ach, die armen Leute. Dann musst du zuerst, Mignon. Das schmeckt hervorragend. Besser als ein Krabbenburger. Ein was? Das ist deliziös. Juhu! Ich bin ruiniert. Bitte sehr, liebe Gäste, genießen Sie mein weltberühmtes Frikassee. Oh. Oma! Hier kocht doch irgendjemand mein Rezept. Und so wie es riecht, auch noch völlig falsch. Was machst du denn hier? Ich muss mein Rezept vor dem Pfusch meines Enkels retten. Aua! Ich war das doch gar nicht. Er war das. Was? Oh nein, mir hängst du das nicht an. Du hast doch gesagt, es sei dir egal, ob es fertig ist. Gut, ich geb's ja zu, aber was ist daran denn so schlimm? Aua! Das Schlimme daran ist, dass das Frikassee ganz genau 24 Stunden lang kochen muss. Denn sonst kann es böse Bauchschmerzen verursachen. Sie haben uns halbgaren Fraß verkauft? Reißt ihn in Stücke, na los! Es reicht und ich lass mir das nicht länger gefallen! Bitte nicht die Servietten! Jetzt bekommt er, was er verdient! Mein Restaurant. Meine Fangemeinde. Ich hoffe nur, du hast deine Lektion gelernt. Au. Also, Mr. Krabs, das war nett von Ihnen, Thaddäus wieder einzustellen, obwohl er Ihnen ja das Geschäft kaputt machen wollte. Das war das Mindeste, was ich tun konnte. Nach dieser Katastrophe drüben im Abfalleimer. Ich habe ihn sogar befördert. Er ist unsere neue Fußmatte. Leb deinen Traum auf.